Herzlich willkommen, diesmal im Atelier des Mut. Warum im Atelier? Erstens mal, weil das auch ein tolles Setting hier ist, mit Sonnenschein heute. Und auf unserer Bühne probt das Wiener Kindertheater. Also, bei uns geht es los. Wir haben für Sie alles vorbereitet. Frischluft zirkuliert hier auch im Atelier und im Saal. Und wir freuen uns auf Sie, aber vor allem freue ich mich auf die heutige Mutviertelstunde. Wir haben, Sie wissen, immer einen Künstler oder eine Künstlerin zu Gast. Sie können live uns Fragen posten. Wir haben uns natürlich auch immer ein Thema vorgenommen und das heutige Thema ist: Ein Glückskind entschleiert sich. Also, wer ist unser Gast? Erich Schleier, herzlich willkommen. Hallo, servus. Servus. Schöner Anfang, danke. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, also ein Glückskind entschleiert sich, denn du wolltest diesen Titel. Ja. Bitte, sag uns warum. Also erstens mal entschleiern mit Y geschrieben, damit noch ein kleiner Humor und Witz drin ist. Und ein Glückskind hat eine sehr ernste Bedeutung. Ich bin ja in diesem anderen Jahrhunderten geboren und habe mit meiner Mutter, meinem Bruder den Bombenangriff in Dresden überlebt. Und da waren zwei Angriffe und am nächsten Tag kamen die Stuckers, die Tieflieger und haben in die Flüchteten reingeschossen und wir haben die Phosphorleichen gesehen. Also ich möchte das nicht, ich habe Schuhe verloren. Es war ganz, ganz, wir haben das überlebt. Das ist ein großes Glück. Das zweite Glück ist, dass ich in der Ostzone, die dann DDR sich mutiert hat, habe ich dann wirklich, bin ich abgehauen, weil ich mich nie dort wohlgefühlt habe und nicht zu Hause gefühlt. Und ich hatte alle meine Geschenke, ich hatte viele Sachen auch schon aus Westdeutschland, habe ich den Kollegen verschenkt. 13 Menschen wussten Bescheid und keiner hat mich verraten. Das war in dem Spitzelstaat, das war etwas Dolles. Also entweder war ich zu doof oder ich habe ein Gespür für Menschen. Eigentlich habe ich ein Gespür für Menschen. Das ist ja auch deshalb, weshalb ich so viel für Kinder immer gemacht habe. Das stimmt, das stimmt. Ja, in der ehemaligen DDR, im ehemaligen Osten aufgewachsen. Du hast mir auch von einer Geschichte erzählt, es gab da so einen Zug, der zwischen Berlin und Frankfurt, ja. Ein verblombter Zug. Vielleicht erzählst du uns kurz. Ja, darf ich das vorlesen? Ich habe das aufgeschrieben. Es war so, wir wissen heute, wer verschwindet, wer vergiftet wird. Es war damals auch schon immer so. Aber wir können es nicht nur auf die Ostländer, es ist überall, wo Diktaturen sind. Und gut, es war so, dass in der Ostzone von West-Berlin, West-Berlin war der ja, vom Westen her, beherrscht Amis, Franzosen, Engländer, fuhr täglich ein Zug, der verblombt wurde, der nachgeguckt wurde durch die ganze Ostzone, durch die DDR und fuhr nach Westdeutschland, nach Frankfurt am Main. Und ich stand 5 Kilometer, 6 Kilometer von meinem Heimatort entfernt und wartete auf den Bummelzug nach der Schule jeden Tag, um in den Heimatort zu kommen. Und da raste, und ich weiß es noch genau die Zeit, um 14.06 Uhr raste dieser Zug vorbei. Und da standen Menschen drin, wie aus einer anderen Welt, so High Society, und blickten, aber die blickten nicht mich an. Da stand 1,98 Meter dünnes Ding mit einem Schulranzen, verhungert und sehnsuchtsvoll, stand da und die fuhren einfach so vorbei. Und da habe ich innerlich geschrieben, ich werde einmal mitfahren, einmal werde ich mitfahren und ich werde jeden grüßen. Und manchmal habe ich auch laut geschrieben, wenn keine Stasi-Ohren in der Nähe waren. Und so war das und da, eigentlich habe ich alles erzählt, ich brauche gar nichts mehr vorzulesen. Es war einfach so unglaublich. Und dadurch, dass ich ein Programm erarbeite für unser Mut, literarisches Programm, fand ich plötzlich ein Gedicht von Ringelnatz. Und habe ich gesagt, das bin ich doch. Stellen Sie sich vor, ich stehe an dem blöden Bahnhof, wo nur zwei Gleise sind, eine hin, eine her. Und steht da jeden Tag verzweifelt und das Gedicht vom Ringelnatz heißt Armkräutchen. Ich war Armkräutchen. Ein Sauerampfer auf dem Damm stand zwischen Bahngeleisen, machte vor jedem D-Zug stramm, sah viele Menschen reißen und stand verstaubt und schluckte Qualm,
schwindsüchtig und verloren. Es war ein armes Kraut, ein schwacher Halm, mit Augen, Herz und Ohren. Sah Züge schwinden, Züge nahen, der arme Sauerampfer, sei Eisenbahn um Eisenbahn, sah niemals einen Dampfer. Ich habe aber den Dampfer dann gesehen, Wilke. Ich bin ja abgehauen und ich habe die Dampfer gesehen und ich bin durch die Welt gefahren, am liebsten mit jedem Dampfer, aber es waren immer die Züge mehr oder weniger, weil ich Kreuzfahrten hasse. Aber ehrlich, bevor ich dich jetzt noch mal so über deine ganze Kindheit und deinen ganzen Werdegang, das nicht nur so einfach, sondern es gibt natürlich auch einen Grund. Du hast deinen 80. Geburtstag gefeiert. Wir wollten das ja ursprünglich im Mut schon in der letzten Saison feiern. Das ist aber Corona-bedingt haben wir das jetzt verschoben. Bevor du jetzt ich dich bitte, ein bisschen zu erzählen und ich dir auch die nächste Frage stelle, möchte ich Sie bitten, wenn Sie Fragen stellen, machen Sie das. Ja? Schreiben Sie. Sie haben jetzt die Gelegenheit, den Erich vieles zu fragen, was Sie wirklich wissen wollen, was Sie hoffentlich interessiert und was den Erich auch, wo er auch gerne Auskunft gibt. Aber Erich, du bist ja eigentlich, deine Eltern waren Lehrer. Du bist eben 1940 geboren. Eine glückliche Kindheit? Wir haben einfach gelebt. Also Vater ist im Krieg geblieben und war einer der Ersten, der in den Krieg gezogen ist. Und als die Nachricht kam zu meiner Mutter, hat sie geweint. Mein Bruder ist 3 Jahre älter und hat auch geweint. Und ich kam in das Zimmer und habe quietsch vergnügt. Ich war also gerade mal 1,5 Jahre. Und da hat er mir eine runtergehauen, dann habe ich auch geheult. Also das war das andere. Der Bombenangriff war etwas, was eigentlich mich immer beschäftigt hat. Und wenn ich jetzt sage, bis zum 70. Lebensjahr, habe ich das alles immer unterdrückt. Und dann kam das alles raus. Es kam wirklich raus, dass es eine der stärksten Belastungen ist. Mhm. Und jedes bisschen, was wir hören von Kindern in Syrien, ich weiß vom tiefsten Inneren, wie schwer das ist, was die verarbeiten oder dass sie weiterleben. Und ich habe trotzdem in mir was gehabt, was immer wieder Optimismus und positiv war. Das war dieses Ganze. Und ich bin, ja dann 68 war der Prager Frühling, Dubček. Und wir hatten von Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, ein Gastspiel nach dem Westen. Aber nicht für ein Theater, sondern das waren die kleinen Arbeiterhallen und so weiter, wo wir gespielt haben. Ich habe das Gastspiel noch gemacht. Und ich bin dann abgehauen. Und ich hatte eine Energie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Energie war so stark, dass ich sofort, in Düsseldorf war das, zum Strux, Karl-Heinz Strux, gerannt bin, der ein großer Theatermann. Und Düsseldorf war damals sowieso eins der besten Schauspieltheater. Und ich habe verlangt, dass ich an dem Tag vorspreche. Das war ein Tag vor Ferienbeginn. Mhm. Und die Sekretärin sagt, nein, müssen Sie im September kommen, also nicht im Juli. Und er hat jetzt Probe. Und da habe ich gesagt, aber eine Probe macht auch Pause. Ich habe es durchgesetzt, dass er mich angehört hat. Und ich habe mir die Schuhe ausgezogen, weil ich so Angst hatte. Das war immer mein Thema, weil ich 50er Schuhgröße habe. Weil ich sage, die Schuhe sind zu klein, die ziehe ich jetzt aus. Ich spreche vor. Und dann ging er mit mir durch das alte Schauspielhaus in der Jahnstraße. Ganz verschiedene Gänge. Und ich dachte, naja, alles vorbei, alles vorbei. Und dann sagt er, ja, du bist ab morgen engagiert für 2600 D-Mark. Ich war gerade engagiert, Maxim Gorki, der hat in Berlin für 820. Und ich habe das nicht begriffen, da hat er mir ein Glas Whisky und hat gesagt, komm Jung, trink mal. Das Ergebnis war, dass er zu all seinen großen Schauspielern, auch zu Nicole Heest und anderen, gesagt hat, ich habe den neuen Horst Kaspar gefunden. Horst Kaspar war einer der großen Schauspieler dieser Zeit und so weiter. Und dann kam eben eine Inszenierung von Mrozek, die Propheten, mit Karl Maria Schleyer, mit Martell, mit wirklich allen berühmten Leuten von damals und der Histos. Und der Axer, der das inszenieren sollte aus Polen, kam nicht mehr raus, weil der Prager Frühling wurde ja mit russischen Panzern kaputt gemacht. Ne? Und der Chef selber inszenierte ein hochpolitisches, modernes Stück, nicht seine Stärke. Es war die schlimmsten Kritiken, die es überhaupt gab.
Und er lief durch die Gänge im Theater. Ihr seid alle entlassen. Ihr seid alle entlassen. Und die Nicole Hastings hat sofort gesagt, hey, toll, da gehe ich nach Hause. Gespielt wird, ja? Und das war es so. Und ich war sofort jeglicher Hauptrolle los. Wahnsinn. Ich war sofort wieder unten. Aber ich springe zurück an dem Tag, wo ich vorgesprochen habe. Bin ich am nächsten Tag nach Köln zum WDR, zum Fernsehen. Und habe Bilder abgegeben und habe gesagt, ich komme vom Osten. Und ich war so schnell wieder beim Portier. Da habe ich gesagt, lasse ich mir nicht gefallen. Und dann war ich wieder hochgerannt und kam an die Hauptabteilung Fernsehen und bin da reingegangen. Habe ich gesagt, guten Tag, Herr Strux hat mich engagiert, ich komme aus dem Osten und so weiter. Und ich habe einen Zweiteiler bekommen. Die Hauptrolle in einem Zweiteiler. Wieder ganz oben. Der wurde dann gesendet, der Zweiteiler. Nach einem Dreivierteljahr und dann stand in der Süddeutschen Zeitung, Erich Schleyer ist doch wohl mehr oder weniger ein Loch auf dem Bildschirm. Also es war unentwegt oben und unten. Das ist unglaublich. Aber lieber Erich, vielleicht gehen wir doch noch ein bisschen zurück. Du hast deine Schauspielausbildung ja in Leipzig, ja. An der Theaterhochschule, ja. Hast du gemacht dort. Wie ist es dazu überhaupt zur Schauspielausbildung gekommen? Ja, das war wunderbar. Ich kam aus dem Dorf, hatte bis zum 16. Lebensjahr nie Theater gesehen, dort gab es nicht. Da gab es nur einen Filmwagen, der alle Monate kam und hat irgendwie Filme gespielt. Und ich habe vorbereitet gehabt, es gab immer eine Eignungsprüfung und dann wird man zugelassen zur Aufnahmeprüfung. Mhm. Und die Eignungsprüfung war in Weimar im Nationaltheater. Sie müssen sich einen großen Raum vorstellen mit 6 oder 8 Säulen, viereckigen und so weiter. Und da saß eine Kommission und ich habe natürlich Karl Moor vorgesprochen. Jeder spricht Karl Moor vor aus den Räubern. Und dann hatte ich einen Monolog, der anfing, Menschen, Menschen, falsche, heuchlerische Krokodilbrut, ihre Herzen sind Erz, ihre Augen sind Wasser. Und ich habe bei diesem Monolog alle 8 Säulen bespielt und bin runtergerutscht und habe geschrien und geheult und war vollkommen fertig und guckte auf die Kommission, die saßen unter dem Tisch und schrien, bestanden! Sehr gut, sehr gut. Ja, und die Aufnahmeprüfung habe ich nicht bestanden, dann auf der Schauspielschule, weil sie sagen, der ist zu lang, der ist zu dünn und so weiter. Und dann habe ich ein Jahr Bühnenarbeiter gemacht, was mir sehr gut bekommen ist, in Weimar. Und da gab es einen Schauspieler, Fritz Kötteritsch. Ein schrecklicher Schauspieler. Sah aus wie Vittorio De Sica, aber so schlecht gespielt und so schlimm. Aber der hat geschafft, dass ich den Bühnenarbeiterposten gekriegt habe. Und deshalb habe ich gesagt, dem danke ich mein Leben lang. Deshalb weiß ich immer noch, Fred Kötteritsch hieß er. Und so. Jedenfalls, es war wirklich unglaublich. Und an der Theaterhochschule hat man mir dieses Wilde, was ich da in Weimar bei der Aufnahme, also bei der Eignungsprüfung war, ausgetrieben. Ja. Und ich wurde ein wohltemporiertes, gezüchtetes Prinzenkind. Mhm. Und da hat mich viele, viele Jahre danach Tabori, ich war am Thalia-Theater in Hamburg, 74, 68 bin ich abgehauen, 74. Und er machte die Kannibalen und gab mir den Gypsy, der auf dem Tisch vor Hunger spielten die und ich musste eine Leberwurst spielen. Und der Prinz von der Theaterhochschule Leipzig wurde eine Leberwurst. Und die Leberwurst war so, dass mich Tabori mein ganzes Leben lang begleitet hat und immer wieder geholt hat. Es ist ja auch, du hast so 5, würde ich sagen, wichtige Theaterpersönlichkeiten. Tabori ist sicherlich eine der wichtigsten, weil es einfach eine Lebensfreundschaft war. Du hast auch da einen Text mitgebracht, glaube ich, einen Spaziergang. Ein Spaziergang. Ja. Dann, wenn ich den vorlese. Das, glaube ich, würden wir uns sehr freuen, wenn du den vorlesst. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, da kippe ich nochmal in die Ernsthaftigkeit, was die ganze Jugend war. Ja. Also, was ist schon die Wahrheit? Ein Spaziergang mit George Tabori. George Tabori, der Schriftsteller, der Regisseur, der Philosoph, mein Tutor, Jahrzehnte hat er mich geprägt. In den späten 90ern des vorigen Jahrhunderts, es war ein heller, sonniger Herbsttag, wir gingen spazieren. Wie geht es dir? Fragte mich der feine Herr Tabori. Ich lüge nicht mehr so viel, antwortete ich. Wir gingen weiter. Leichter Wind verfing sich in seinem Haar. George nahm seine Strickmütze, setzte sie auf. Dabei schaute er mich an, lächelte und fragte, brauchst du das?
Ja, das ist besser so. Er nickte in sich hinein und sagte, dann brauchst du es. In dieser Sekunde brachen viele meiner Erinnerungen auf. Ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder nach dem Bombenangriff im Februar 1945 aus dem noch brennenden Dresden nach Berg-Kavere in Thüringen in den Heimatort meiner Mutter geflohen. Eine kleine Dorfstadt, die später an der Grenze zu Westdeutschland lag und von den Bonzen der Ostzone zur 5 Kilometer Sperrzone erklärt wurde. Man brauchte Stempel, Papiere, um hinaus und hereinzukommen und wurde ständig kontrolliert. Ich war 8 Jahre alt, eilte von zu Hause zur Schule. Meine Mutter rief mir hinterher, denk daran, nichts sagen. Sie meinte damit Vorsicht, ja nicht das erzählen, was wir zu Hause redeten. Ich versprach es und schlitterte in die Lüge. Dieser kurze Weg hat mein Leben verändert. Die Schulzeit war für mich bis zur Reife, mittleren Reife, so nannte man in der DDR, den Abschluss nach 10 Jahren Schule, eine Hölle. Nicht nur, weil ich später jeden Schultag vom Berger bei Wind und Wetter, Kälte und Sturm den Weg nach Gerstungen, wo die Oberschule war, 3 Kilometer entfernt, über Pfade, Feldwege, durch Wiesen, fast immer an dem elendigen 10 Meter Todesstreifen, den Friedenswall der Ostzone, an der Stacheldrahtgrenze zu Westdeutschland entlang zurücklegen musste. Mal zu Fuß, meist mit dem Fahrrad und dann später mit dem Zug. Nein. Es war auch nicht das oft verregnete, dreckige Ankommen, das kahle Schulgebäude, der Mief der Ostzone, die täglichen Appelle auf dem Schulhof, die vielen unpersönlichen Lehrer. Nein, es war die Angst, die Verlogenheit, das Lügen, die Lüge. Zu Hause redete man anders als in der Schule. Man musste aufpassen, was man wo sagen durfte, also lügen lernen. Viele Familien sahen sich zu Hause heimlich Westfernsehen. In der Schule gab es Fangfragen. Welches Waschmittel kennt ihr? Und oftmals platzte einem unserer Schüler unüberlegt die Marke eines Westprodukts heraus. In den nächsten Tagen bekam die Familie dezenten Besuch. Man baute ihnen die Fernsehkanäle, mit denen man das Westfernsehen empfangen konnte, aus, wenn nicht noch Schlimmeres geschah. Nach der herzlich begrüßten Nazi-Zeit wurde bei uns zu Hause die entstehende DDR komplett abgelehnt. Von den Schweinen wurde gesprochen. Viele, die damals glaubten oder nicht glaubten, einen neuen Staat, die DDR, mit vielen Entbehrungen aufzubauen, behandelten andersdenkende Bürger als Verbrecher. In den 50ern, in der Stalinzeit, verschwanden viele Menschen, besonders in Thüringen. Die Sperrzone wurde von unliebsamen Personen gesäubert. Bauern in meinem Dorf erhängten sich oder schafften es gerade noch abzuhauen. Spektakulär nachts über das Wehr der Werra. Mein Cousin Jürgen, er war auf dem Heimweg von der Schule, hatte gerade das Abitur bestanden. Da hielt ein schwarzer Wagen. Man fragte, bist du der Jürgen H.? Er sagte ja und wurde im Wagen verstaut und man sah ihn nie wieder. Auf Anfrage an den höchsten Stellen in der DDR, ob er ein Verbrechen begangen hat im Sinne des Staates, bekam man keine Antwort. Die Familie war zerstört. Später, als ich abgehauen war, sagte das Rote Kreuz, er ist auf der Flucht in Sibirien erschossen worden. Das stimmte auch nicht. Er wurde verschleppt nach Moskau, dort mit vielen anderen in einem Keller in Moskau erschossen, versteckt vor der Weltöffentlichkeit. Die Familie war zerstört. Später. Die Mauer in Berlin gab es noch nicht, da war ich im Westen, es ging also hin und her. Es war, diese ganzen Gedanken durchschossen mich. Und ich war einmal im West-Berlin, da durfte man auch hin und her fahren. Und ich war so begeistert, ich habe, glaube ich, 2 Tage nicht mehr ausgeatmet, nur eingeatmet, weil das alles so toll war. Und im Zug bin ich über, ich hatte ein Nylonhemd, ein weißes gekauft, eine Jeans und eine Sonnenbrille aus Plastik. Und die wurde mir weggenommen, als ich in Leipzig war, wurde ich dann mal festgesetzt. Eine Lehrerin in der Tatortschule hatte gesagt, lasst man, der ist kein Böser, der ist nur blöde. Ja, und wir wurden als Kommunisten, als Kapitalisten sau beschimpft. Also eine Tante von mir ging nach der Nazi-Zeit und als dann die DDR kam, nicht mehr auf die Straße im Dorf. Die ging nicht mehr in den Garten, betrat nicht mehr die Erde, gesagt, diese Erde werde ich nicht mehr betreten, wo diese Schweine herrschen. Und sie hat sich verwirrt, hat dann gar nicht mehr mitgekriegt, wann die Mauer gefallen war. Ja. All diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, als George mich fragte, wie geht es dir? Und ich antwortete, ich lüge nicht mehr so viel. Still gingen wir ein paar Schritte weiter. George wiegte seinen Kopf und murmelte, aber was ist schon die Wahrheit?
Sehr schön. Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir haben Tabori. Es fällt dann immer ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie weiterzugehen. Apropos, das ist ja eigentlich ganz in der Nähe, da an der Grenze nach Bad Hersfeld, ne? Ja, natürlich. Ja, das ist ja genau dieses Zonenrandgebiet, das dort war. Ja, 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 genau das war also das. Die Bad Hersfelder Festspiele, wo wir ja auch einen Connex haben. Ja, aber wir haben George Tabori, wir haben Karl-Heinz Strux, dann natürlich Boy Gobert. Ja. Ja. Aber Hans Kratzer nicht. Da kommt als nächstes. Aber mit Boy Gobert, da bist du eben ans Thalia-Theater gekommen. Ja. Er hätte ja das Theater in der Josefstadt leiten sollen. Wollte er dich da eigentlich mitnehmen? Natürlich, das hat der Plasche, Dr. Plasche hat mir geschrieben und hat gesagt, der Boy freut sich schon, du bist ja hauptsächlich in Wien. Ja. Ich bin weggegangen von Boy Gobert, weil er alle Rollen selber gespielt hat, mit der Andrea Jonasson und so weiter. Er hatte also Boulevard, alle Stücke, ganz leichte Stücke, die ich wollte, hat er gespielt. Und ich hatte schon viel mit Axel von Ambesser und verschiedenen. Ich war übrigens auch mit Elisabeth Flickenschild auf Tournee, der Wald von Ostrowski. Das war eine furchtbare Inszenierung. Mit wem warst du nicht irgendwie auf der Bühne? Ja, ja. Nein, jedenfalls bin ich dann zum Boy Gobert gegangen. Ich gehe jetzt nach München. Ich lasse mir die Haare wachsen. Ich hatte ja damals kurze Haare noch. Ich lasse mir die Haare wachsen und ich studiere klassischen Gesang. 38 Jahre oder wie alt ich war, ich weiß es nicht. Und so weiter. Und ich habe auch angefangen. Ich habe beim Hans Hotter, ich habe bei der Brigitte Fassbender und dann in Wien habe ich meistens noch bei der Ruthild Bösch, Kammersängerin. Ja, und die hat was Tolles gesagt. Das macht doch nichts. Man studiert im Leben immer auf Papst. Und dann wird man halt Pfarrer. Sehr gut. Ja, ja. Okay, also der Gesang hatte ich natürlich dann auch indirekt, zuerst natürlich auch das Schauspiel, aber dann auch der Gesang zu Hans Kratzer gebracht. Ja. Am Schauspielhaus. Du bist natürlich, vorher hast du noch im Theater in der Wien, glaube ich, ein Mayflower, ein Rockmusical. Ja, ein Rockmusical, ja. Und dann kam diese wunderbare Sache, einer flog übers Kuckucksnest, der Indianer am Volkstheater mit Blaha. Auch schön. Und auch Uwe Falkenbach, mein Uwe Falkenbach. Ja. Und Hans Kratzer war eigentlich das Erste, war Was ihr wollt? Ja. Stimmt, mit der Bea? Darf ich dir da noch was sagen? Ja? Ich war ja gewohnt, durch die Länge Komiker und irgendwie was zu spielen. Und der Hans sagt, nein, der spielt in Orsino, ein Liebhaber. Und da habe ich gesagt, das kann ich doch nicht machen. Er hat mich da immer anders gesehen. Und dann war er, weil ich jedem Intendanten, mindestens in Wien, ein Kinderprogramm aufgezwungen habe. Ich muss die Geschichte erzählen. Der Blaha hat mir gestattet und das Theater der Jugend hat 10 Vorstellungen gekauft. Das hieß, ich sitze hier und schneide Speck und wer mich lieb hat, holt mich weg. Das ist ein Spruch mit einem Pianisten und habe viele Geschichten erzählt, die ich selber geschrieben habe, habe mit Tüchern getanzt und was nicht alles. Und unter anderem habe ich eben auch sehr kritische Sachen und die ein Huhn in der Legebatterie. Und das Huhn singt, ich bin ein Huhn, ein armes, armes Huhn, hab viel zu tun. Und dann muss Eier legen, Tag und Nacht, muss futtern bis nach Mitternacht. Und dann kommt eine Strophe, mein Eierlegloch ist schon wund, ach könnt mich hören, der Tierschutzbund. Zu gackern hätte ich große Klag, dass so ein Huhn nicht leben mag. Dabei fasste ich tanzenderweise meinen Hintern in der Mitte an, wo dieses berühmte Po-Loch ist. Daraufhin hat das Theater der Jugend alle 9 Vorstellungen gekippt. Aber in der Pause habe ich mir noch mit meiner Unüberlegtheit und meiner Begeisterung für Kinder ein Ei und dem Theater gelegt. Und zwar hatte ich mit dem Pianisten, glaube ich, 12 Rollen Klopapier und habe in der Pause zu den Kindern, das ganze Haus war voll, die runtergeschmissen, habe ich gesagt, die könnt ihr sicher jetzt in der Pause gebrauchen. Habe nicht gewusst, dass sie die Rollen aufgerollt haben und das ganze Haus mit so kleinen Zetteln befleckt haben. Und dann musste, weil abends eine Vorstellung war, mussten alle ran und jeden, den wir überhaupt noch finden konnten im Haus, förmlich auf der Straße, hat das Haus dann sauber gemacht. Das habe ich nur einmal gemacht. Aber wie, nochmal, und dem Hans Kratzer hast du dann eine Kindervorstellung auch wieder aufgezwungen, oder wie? Weil du erstmal war das so, der hat die Kindervorstellung gesehen. Und dann hat gesagt, der ist der E.T. für die Erwachsenen, der ist der Frankenfurter. Okay. Und da habe ich gesagt, Hans,
Tim Curry, wunderschön. 45 jung bin ich, kann kein Englisch, habe nie Rock'n'Roll gesungen, habe überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen. Macht nichts, das lernst du. Und da hat mir die Rolle gegeben, die dann sehr bestimmend war. Da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt, den ich wirklich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Erich Schleyer in der Rocky Horror Picture Show. Ja, das reicht jetzt. Ne? Das ist auch ein bisschen falsch gesungen, aber es war unglaublich. Derer Erfolg, ein legendärer Erfolg. Ein legendärer, wirklich. Also da sprechen heute noch über 40 Jahre. Ja. Aber es waren alle gut. Der Alexander Göbel als Rolf war göttlich. Ja. Die Bea Frey, es war wirklich jeder gut. Ich kann jetzt nicht alle erwähnen. War wirklich unglaublich. Ja. Unglaublich. Und dann kam natürlich auch noch die Rolle in Angels in America. Ja. 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 Auch ein großer Erfolg eigentlich das war ein des großer Schauspielhauses. Erfolg, ja. Ja. Aber wir haben uns, ich habe zum Beispiel Hans Kratzer, wir haben uns nie besucht in privaten Wohnungen. Wirklich wahr? Na, nicht einmal, nicht ein einziges Mal. Und wir haben auch sehr viel Kämpfe gehabt, aber wahrscheinlich war genau das Richtige. Aber dabei hast du ihn ja auch begleitet eigentlich dann ins Theater in der Josefstadt. Ja. Wo du ja auch... ja, alle großen Hauptrollen. Alle großen Hauptrollen hattest, vor allem Alpenkönig Menschenfeind. Ja, ja, aber auch Nestor. Nestor. Mann, Frau, Kind. Ja, das war und auch toll. Nein, da haben wir sehr viel zusammen. Dann auch noch den Peachem in der Dreigroschenoper. Mit dem Föttinger zusammen. Und ja, nein, das war so. Aber ich habe in der Dekoration von der Rocky Horror Picture Show auch ein Kinderprogramm gemacht. Mhm. Und das ist dann die Geburt der großen Fernsehsachen, die dann gekommen sind in Österreich. Da werden wir noch kurz und Hans drüber reden, hat gesagt, ich werde. Hans ist nie einmal ins Haus gekommen, wenn ich für Kinder gearbeitet habe. George Tabori hat zu mir gesagt: Jetzt hast du aber schon genug für Kinder gemacht. Also es war überall an allen Ecken. War der Kampf. Und ich fand es immer toll. Ja. Und dann gibt es noch einen natürlich fünften wichtigen Theatermann für dich. Das ist Dietmar Pflegerl, ja, der leider auch nicht mehr lebt. Wie bist du zu ihm? Bist du nach Klagenfurt? Hast du viel in Klagenfurt gemacht? Nein, ist ein Kollege gestorben. Ja. Und er hat... Weil auch seine Frau da nicht mehr spielen wollte, das Stück für die Kammerspiele in der Josefstadt, hat mich genommen und die Gertrud Roll. Cyrano in Buffalo. Eine Klamotte von Gottes Gnaden. Und die war nicht nur in Wien, die war dann in Klagenfurt. Mhm. Und dann, ich hatte ja nach der Rocky unentwegt Rocky-Angebote. Wirklich, was Österreich betrifft, ich habe gesagt, mache ich nicht mehr. Und dann kam er mit Kascha Fall. Und sagte der Pfleger, du spielst also die Sasa. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt zu alt, ich will das nicht. Du bist ja genau das Alter, der schon versagt. Und da hat er mich, der Pfleger, für diese unglaubliche Rolle, die wir dann in den Messehallen gespielt haben, weil das Theater umgebaut wurde. Und das war der große Erfolg. Dann kam Othello darf nicht platzen und kam anders an. Wir haben viel gearbeitet. Ja, du hast es jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, Kinderprogramme, Lesungen, Geschichtenerzähler, das ist dir sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast ja auch beim ORF, hast du dann Erichs Chaos, vielleicht erzählst du da, wann war das, Erichs Chaos? Das war von 87 bis 94 oder 95 und alle meine Sendungen, alles für Kinder, hat mit meinem normalen Namen zu tun. Ich wollte nicht auf der Straße angesprochen werden als Onkel Lallemann oder irgendwas. Ja. Es war Erichs Chaos. Hallo, ich bin der Erich. Es war immer war ich dabei. Ja. Und das war eben das ganz Tolle. Und
Für Licht ins Dunkel ist aus der Dekoration von der Rocky eine Sendung übertragen worden für die Kids. Und daraufhin ist das nächste geboren worden, ja. Nicht dieses Erichs Chaos. Und vorher war nur 8. Es war eigentlich eine tolle Zeit. Und da muss man schon wieder sagen, ein Glückskind. Absolut. Und dann der schiefe Turm. Ne? Das ja, ist die ja auch Buchsendung. Noch, ja, das ist ja, und das ist ja so unglaublich, jetzt auch in deinem Zuschauerkreis. Ja? Das sind Menschen, die dich einfach ja, in der Rocky Horror gesehen haben. Aber deren Kinder dich eigentlich ja. im schiefen Turm gesehen haben, im Fernsehen und Bücher mit dir verschlungen haben. Bei dir hier im Haus auf ja. der Bühne war ein großes Fest und da hast du mich gebeten, für Kinder etwas Geschichten zu machen. Zu erzählen. Ja. Und ich stehe auf der Bühne und in der dritten Reihe ist ein junges Mädchen und sagt, ich habe dich auch im Fernsehen gesehen und meine Mama auch, die sitzt da hinten. Und ich gucke dahin, ja, und meine Mama hat sie auch gesehen, die ist hier. Da hatte ich die drei Generationen zusammen. Ja, aber wie kriegst du es trotzdem für dich zusammen? Ja, da, du bist ja auch ein wahnsinnig toller Fotograf. Du bist Geschichtenerzähler, Kinderonkel. Ja, Strafträger. Ja, 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 jetzt mit 80 muss ich es zusammenkriegen. Aber du hast auch ein neues Buch geschrieben. Ja, bitte. Eine Sammlung. Ja? Tomoffel sehen Sie das jetzt? Und Kamate. Erzähl uns ganz kurz. Es ist, Kinder essen gern Ketchup und Pommes frites. Und eine Geschichte gibt es, wo ein Wissenschaftler sagt, das machen wir einfacher, wir kreuzen Tomaten, Paradeiser und Kartoffeln. Und da ist dann eine Tomoffel rausgekommen und eine Kamate. Das ist eine Geschichte und das ist eine Sammlung von meinen Geschichten und sie haben alle mit unserer Umwelt zu tun, mit der Achtung auf die Umwelt, mit dem, das sind alle. Und teilweise habe ich das schon in den 80er Jahren geschrieben, jetzt nur ein bisschen ja. verändert. Ja. 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 Ja, am 24.09. ist Erich Schleyer bei uns. Mit 80 wird nichts mehr verschleiert. Ja. Was hast du an diesem Abend vor? Du hast ja zwei Musiker auch mitgebracht. Ja, sein muss, diese wunderbaren Cello und Gitarre. Ja, das ist, ich werde mehrere Sachen aus meinem Leben sagen und gehe auch dann noch ein bisschen deutlicher darauf ein, als was ich hier gelesen habe. Und es ist ein literarisches Fest. Brecht, Rilke, Goethe, Schiller, Ringelnatz, es ist so, und es gibt drei Abteilungen. Das erste ist das Glück, war der Bombenangriff, das Abhauen, mit der Bedeutung, was ist schon das Glück. Dann kommt die Wahrheit. Die Wahrheit ist dann die Erklärung, dass es nicht einfach war, dass es sehr schwierig war. Und da gibt es auch eben ganz tolle Philosophen und Dichter, die geschrieben haben. Und die dritte Abteilung ist die Liebe. Mhm. Die Liebe, du kannst alle Dichter oder wirklich alle Schriftsteller haben Gedanken über die Liebe. Und nicht nur Rilke, nicht nur Ingeborg Bachmann. Es ist unglaublich. Und ich bin ja doch ein Ostler im Grunde noch. Ich habe natürlich sehr viel von Brecht genommen und gesucht auch. Und das möchte ich auch bringen. Meine Dichter, die mich mein Leben lang begleitet haben, die sollen hier zu Worte kommen. Und natürlich Liebe endet natürlich nicht immer sehr positiv. Es kann ja passieren, dass man eventuell sich wieder trennt. Ne? Ja. Und ich habe hier eines der tragischsten Gedichte. Wirklich, darf ich dir noch das vorlesen? Wir bitten drum. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Lieber Erich, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist immer für mich ein Vergnügen, mit dir zu reden. Danke. Heute war es besonders. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, kommen Sie am 24.09.
Und unsere nächste Mutviertelstunde findet am 1.10. statt, wieder, wir wissen noch nicht, im Atelier oder auf der Bühne, wieder mit unserem herrlichen Team rund um Otto Jankovic und Heimo Korak. Vielen Dank euch. Am 1.10. ja, mit Matthias Rueck. Das Thema wird sein, die wahre Pandemie ist Diabetes. Also, wir freuen uns auf Sie am 1.10. Immer aufs Schlimme. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis bald wieder im Mut.